Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Samstag und ich filme jetzt den ersten Teil des eigentlich morgigen Videos, denn wir gehen morgen wieder zu Tina zum Haare machen und das bedarf heute ein wenig Vorbereitung, denn diesmal werden meine Haare vielleicht nicht so wirklich farblich verändert. Also ich bin mir noch unsicher, ob ich einen dunklen Ansatz möchte, komplett hell oder strehen, obwohl ich das mit dem Strehen vom Ansatz her ein bisschen, das stand mir einfach nicht so gut, deswegen, naja, da muss ich aber morgen mal mit Tina sprechen, aber die eigentliche Sache ist, dass ich mir Extensions aussuchen dürfte von Desinas. Und zwar habe ich mich für Tape Extensions ausgesucht. Die sind 50 cm lang und das sind die Farbnummer 60. Und davon habe ich jetzt 4 Pakete hier zu Hause. Ich glaube, jeder von euch kennt diese Tape Extensions. Und da die aber farblich noch nicht so ganz zu meinen Haaren passen, weil sie einfach viel zu goldig noch sind, werde ich die auf jeden Fall mit Silbershampoo ein bisschen bearbeiten. Und das mache ich einfach gleich. Hier sind auch noch die anderen Extensions drin. Also 2 Pakete hatte ich schon mal ausgepackt, einfach um mir die Haare mal anzugucken, sie mal anzufassen. Und sie sind einfach mega, mega weich, der Wahnsinn. Ich hatte vor Jahren mal Extensions, allerdings so richtige Bondings und bin damit so richtig auf die Fresse geflogen. Deswegen habe ich mich gemeinsam mit Tina für die Tape Extensions entschieden. Die müssen nach 6 bis 8 Wochen, glaube ich, hochgesetzt werden oder halt, wie gesagt, erneuert oder halt rausgemacht werden. Das erzählt euch aber Tina alles ganz genau. Ich wollte euch jetzt bloß mal die Haare in der Ausgangssituation zeigen, also quasi in einem goldig-blonden Ton. So sind ja, wie gesagt, meine Haare nicht. Meine sind ja sehr, sehr aschig, kühl und deswegen werde ich die jetzt einfach noch mal ein bisschen mit Silbershampoo bearbeiten. Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr voll. Ich brauchte 4 Pakete oder ich habe mich für 4 Pakete entschieden, weil ich ja doch sehr viele Haare habe und dass das einfach auch ein schönes, natürliches Ergebnis wird. Und wenn ihr euch unsicher seid mit Extensions oder überhaupt mit den Farben, dann könnt ihr euch immer solche Probesträhnen besorgen, anfordern. Und da habe ich mir die Blondtöne ausgesucht und habe mich dann halt, wie gesagt, für die 60 entschieden. Wartet mal, ich hole die mal kurz raus. Und ich glaube, hier kann man schon sehr, sehr gut erkennen, wie viele unterschiedliche Farbtöne Desinas hat. Was allein jetzt mal die Blondtöne betrifft, dann gibt es auch noch Ombre und Balayage. Und das ist, wie gesagt, jetzt meine Nummer, die 60. Und dann gab es auch noch einmal Shampoo und einmal Conditioner dazu. So, ich habe jetzt die erste Partie schon mal gewaschen. Und so, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so gut erkennt, sah es halt vorher aus. Also wie gesagt, sehr goldig. Und jetzt sind sie sehr aschig. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der nächste Tag. Ich habe die Haare ja gestern eingefärbt. Also nicht eingefärbt, sondern einfach nur bearbeitet mit Silbershampoo. Und heute wird der Ansatz neu gemacht. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, ob es alles einheitlich wird. Einen Ansatz, aber strehen möchte ich nicht mehr. Ja, wir gucken mal, was Tina draus zaubert. Und ansonsten gleich mal zum Verständnis. Ich werde hier oben Dauerwerbesendung einblenden, denn es ist ja eigentlich Werbung, Werbung, Werbung. Ich zeige euch Tina ihren Salon. Ich empfehle euch Tina. Ich empfehle euch Produkte. Ich zeige euch Sachen. Ich habe die Haare kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, also bedingungslos, ohne dass ich jetzt sagen muss, ich muss ein Video drehen, ohne dass dafür jetzt Geld floss. Wenn ich euch jetzt sage, was das für ein Lippenstift ist, dann ist das ja auch nochmal Werbung. Deswegen ist das einfach Dauerwerbesendung da oben jetzt. Aber da floss in keinster Weise irgendwie Geld. Na gut, ich mache mich jetzt los mit Benjamin zusammen, seine Haare werden auch nochmal gemacht und dann ja, wünsche ich euch viel Spaß im Video. So, ich bin jetzt bei Tina angekommen. So sieht der Ansatz jetzt aus. Wir machen den Ansatz übrigens dunkel und den Rest lassen wir so, wie es ist. Also hell. So, wir haben. Nein, die sind nicht hübsch. Ey!
Du siehst scheiße aus. Was? Ich sehe die scheiße aus. Vielleicht muss ich das machen, weil ihr zu laut seid. Oh ja, sorry. So, wir haben jetzt einmal die Blondierung aufgetragen, aber nur auf den Ansatz, ne? Also nicht in die Längen oder so, sondern einfach nur auf den Ansatz. Jetzt warten wir, wie lange? Bis hell ist. Und dann ist jetzt in der Zwischenzeit der Benjamin dran. Das ist nass? Nein, das ist nicht. Das ist kalt, wa? Ja. Jetzt erstmal kurz weg. Sie hat jetzt nochmal alles eingepinselt und jetzt sitze ich unter der Wärmehaube. Ich kann euch das jetzt bloß so als Laie sagen und wir warten mal ab, dass das einfach schön hell wird und dann machen wir ein bisschen so einen Ansatz. Ja, und dann kommen nachher noch die Haare rein. Aber ich lasse euch das nochmal von Tina genau sagen, was wir jetzt bis jetzt gemacht haben, aber bis jetzt war es eigentlich wirklich bloß Blondierung, Blondierung, Blondierung. Also wirklich nur auf den Ansatz, weil die Längen sind ja noch schön hell. Und jetzt warten wir ab. So, wir haben jetzt die Blondierung ausgewaschen, einmal geföhnt. Und wir geben jetzt hier so auf den... Nein, ich mache gerade ein Video! Ah, ihr seid doof! Sieht aber gut aus. Nein, der wäre gut geworden. Also es ist so wie Frankfurter Kranz so ja. An der Ecke. Oh, wie schön das aussieht. Also wir haben jetzt die Blondierung einmal abgewaschen. Tina gibt jetzt hier auf die Partie nochmal 3%ige Blondierung auf. Und so sieht das auf jeden Fall erstmal aus. Ja, sieht doof. Guck mal, wie hell das aussieht. Das sieht voll schön aus schon. Hallo! Ja, Tina noch gar nicht hallo. Ja, hallo. Hallo erstmal. Wir sind hier mittendrin und wir sind dabei. Ja, aber guck mal jetzt der Größenunterschied. Ey, das Kleid hätte mir gepasst. Das sind schon locker 12 cm. Guckt euch das an, das sieht mega cool aus. Wie hell das ist. Aber wir müssen noch mal, weil hier dieses Zwischenstück, das sieht ja vielleicht nicht richtig. Da müssen wir noch mal ran, da will ich noch mal mit 3% ran. Genau. Genau. Und Olaplex natürlich. Ohne Olaplex. Olaplex geht nicht. Aber wir haben jetzt wirklich nur hier oben so aufgetragen. Also genau, in die Länge. Nix. 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 Sehr schön. Du bist der Star in meinem Video. War? Tiere sind immer die Stars in den Videos. Emma. Mach sitz. Ja, fein. Bitte, oh, bitte, bitte. Hast du gemacht? Ein kleines Bitte, bitte. Ja, wow. Wow. Gedacht, ich lüge die an, ey, dabei. Fein. Achso, ich muss es also laut machen, wa? Klatsch ein. Nee, sie leckt meine Pfote ab. Also meine Pfote. Klatsch ein. Emma, klatsch ein. Die denkt so, leck mir am Arsch. So, wir haben Sandra vorher mit einem Tiefenreinigungsshampoo behandelt, damit alle Stylingreste raus sind. Das ist ganz wichtig für euch zu Hause. Und dann könnt ihr losgehen. Wichtig ist, vorher keine Pflege an den Ansätzen, sondern wirklich mit Tiefenreinigung und ganz trocken machen. Keine Restfeuchtigkeit, nicht, sonst klebt es nachher nicht. So, und dann teilen wir halt die Haare ab. Was cool ist an Desinas ist, dass die wirklich von oben bis unten wirklich... voll verlaufen und die Klebestelle echt schön schmal ist. Das ist ein Pluspunkt. Und wie ihr seht, haben wir schon original dieselbe Farbe, aber wir mattieren das nachher noch ab. So, dann teile ich das ab und dann zeige ich euch zwei Versionen, wie ihr das
an eurer Freundin gegebenenfalls anbringen könnt. Das ist wirklich eine super Methode, wer sich Bondings nicht leisten kann und auch nicht selber machen kann, für euch zu Hause. Bei den Tapes ist es wichtig, dass wenn Sandra zum Beispiel jetzt einen Zopf oder eure Freundin einen Zopf machen würde, dass man halt die Tapes nicht sieht. Das heißt, ihr lasst immer am besten zwei Finger breit, oben und unten frei an den Seiten und dann könnt ihr sicher sein, dass da auch nichts vorkommt von den Tapes. Und wichtig ist, auch eine klare Linie zu haben, also nicht irgendwie hodderig oder so. Immer schön sauber abteilen und glatt die Haare machen. Also nicht hier irgendwie bogig oder so, weil sonst habt ihr Probleme, das dran zu kriegen. So sehen die aus, wenn die Klebestelle ab ist. Und ich, also jetzt zeige ich die erste Variante. Wichtig ist, nicht zu nah dran, aber auch nicht zu weit weg, ne? Damit sie hier nachher Spielraum hat, sonst tut das ziemlich weh. Und dann klebt ihr das so rauf. Also das ist die erste Variante. Seht ihr schon, dann könnt ihr das rumklappen. So, wichtig ist, ihr macht nicht zu dünn und nicht zu dick, dass hier auch genug Spielraum ist, ne? Und auch hier wieder auf gerade achten. So, und dann nimmt er das Gegenstück quasi, das ist Sandwich-Verfahren quasi. Und dann klebt er sie wirklich ran. So, dann habt ihr ein Sandwich, könnt ihr hier rumklappen. Und zusammen festdrücken. Genau, richtig. Bei Desinas sind ja 20 Tapes, quasi a 10 Stück in der Verpackung. Müsst ihr sehen, wir haben 4 Packungen bestellt für Sandras dicke Haare, aber da könnt euch, kann euch bestimmt Desinas auch helfen, wie viel ihr braucht. Da schreibt er die einfach an. So, und das wäre dann der erste schon. Wow, guck mal, wie lang die sind. Ja, Killer. Killer. Alter, die sind richtig lang. Immer eine saubere Linie, sonst wird es nichts. Und immer dran denken, 2 Finger breit an den Seiten freilassen. Hier sieht man jetzt auch kein Tape. Mhm. Das ist jetzt die von unten quasi. Da müsst ihr halt eine kleine Stelle abteilen. Ne? Also wirklich haucht, nicht zu dünn, nicht zu dick, weil sonst ist es zu schwer für euer Haar. Wirklich genau richtig. So. Und dann nimmt ihr euch wieder eine Schablette und klebt die gegen. Das ist mal meine Variante, die mag ich am liebsten. So. Achso, jetzt. Jetzt geht nämlich viel schneller für mich persönlich, sagen wir mal so. Aber da müsst ihr gucken, wie ihr klarkommt. Und dann braucht ihr nur von oben, zack, schon fertig. Und das Prinzip macht ihr halt wirklich, ne, um den Kopf herum. Also Tapes lässt man so um die 8 Wochen drin und dann setzt man die wieder hoch. Dann nimmt man die raus und setzt die wieder hoch. Und dann kriegt man halt so neue Klebeflächen halt. Die könnt ihr auch bei Desinas bestellen. Die haben eigentlich alles da. Die haben auch Shampoo und Spülung für danach. Gleich zu Hause, wenn ich mich ein bisschen fresh gemacht habe. Und ja. So sieht es aus, ist ja auch eine kleine Elfe. White hair, don't care. Hallo zurück. Ich habe lange überlegt, wann ich das Video fortsetze, wie ich das Video fortsetze, wann ich weitermache. Denn ihr habt jetzt quasi einen Cut. Ihr habt gesehen, dass wir Haare gefärbt haben und Haare einsetzen wollten. Und dazu wollte ich euch nochmal was sagen, denn es war ein komplettes Desaster. Heute ist Mittwoch und am Sonntag haben wir die Haare bearbeitet sozusagen, also einen kompletten Tag
Haare gefärbt. So sieht's aus. Am Samstag habe ich euch die Tape Extensions gezeigt. Die waren sehr goldig. Ich habe sie ja mit Silbershampoo vorbehandelt. Dann habe ich sie auf dem Balkon lufttrocknen lassen. Da war keine Hitze, nichts dran. Dann bin ich ja am Sonntag zu Tina gefahren. Wir haben erst mal meine eigenen Haare blondiert und einheitlich sozusagen gemacht. Denn ich hatte ja Strähnen und ich wollte entweder Naturansatz oder alles radikal blond. Und wir haben uns für alles radikal blond entschieden. Ja. Und dann haben wir meine Haare mit tiefem Reinigungsshampoo gewaschen. Das blende ich euch hier oben mal ein. Dann haben wir meine Haare pups trocken geföhnt. Wirklich extrem lange geföhnt. Und dann wollten wir die Tape Extensions einsetzen, denn wir müssen ja die Haare abmattieren und die Tape Extensions. Und dazu dachten wir uns, es wäre sinnvoller, alles schon einzusetzen. Das haben wir gemacht. Wir haben meine Haare trocken gemacht, Tape Extensions eingesetzt, alles eingeschmiert mit dieser Tönung, mit der Abmattierung, danach abgewaschen und dann ging es los. Beim Abwaschen fielen die ersten 5-6 Tape Extensions raus. Und bitte jetzt mal kurz nicht klugscheißern in die Kommentare, sondern wir reden gleich sachlich und vernünftig miteinander. Ich will euch dazu nämlich auch nochmal was sagen. Wie gesagt, am Waschbecken sind uns dann schon die ersten 5 Tape Extensions rausgeplumpst. Da dachten wir uns aber, okay, 5 Tape Extensions, also 5 mal 2 Sandwich, fallen jetzt nicht so mega krass auf. Ist egal. Dann haben wir die Haare geföhnt. Und dann ging das Desaster quasi weiter. Es sind unendlich viele Strähnen rausgeplumpst. Lass es 10 Strähnen sein. Und 5 sind ja schon am Becken rausgeplumpst. Dann waren schon 15 Tressen sozusagen raus. Und ich dann so zu Tina, sorry, tut mir leid, aber mach die restlichen Tape Extensions auch raus. Also alles wieder auf Anfang zurück. Die langen, vollen Haare, also lange Haare habe ich ja trotzdem noch, aber die extrem vollen, langen Haare waren dann ade. Und ich dachte mir dann so, okay, du musst dich einfach mit Desinas in Verbindung setzen. Es kann nicht sein, ich kann so ein Video nicht hochladen. Ich kann euch solche Extensions nicht empfehlen. Ich kann da nicht meinen Namen dahinter setzen und sagen, oh, es ist alles toll gewesen. Es war eine Katastrophe, das Einsetzen. Und jedenfalls liegt es oder lag es scheinbar an uns. Wir wussten nicht, also ich hatte die Information nicht und Tina auch nicht, dass man Tape Extensions 48 Stunden nicht waschen darf. Also da darf kein Wasser rankommen. Und das war halt unser Fehler. Wir haben sie ja eingesetzt, eingetönt, gewaschen. Und damit sind sie alle rausgeplumpst, dass der Kleber einfach kein... die Klebestellen kein Wasser ab können. Wie gesagt, 2 Tage lang. Das wusste auch Tina nicht. Und Tina arbeitet mit Great Length Extensions. Und da ist das nicht der Fall. Bei Desinas anscheinend schon, aber diese Information hatte ich bislang nicht. Stattdessen haben wir uns, wie gesagt, komplett die Arbeit gemacht. Aber die Haare sind einfach komplett rausgeflogen. Ich habe mich dann, wie gesagt, mit Desinas lange unterhalten, weil ich diese Information bislang nicht hatte. Und ich habe das auch in keinem Video gesehen, dass man das hätte so machen müssen. Hätten wir das gewusst, hätten wir es natürlich anders gemacht. Jetzt habe ich mir nochmal neue Klebestellen bestellt. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich die Tape Extensions komplett in die Ecke gefeuert hatte. Ich habe echt überlegt, ob ich die Extensions zurückschicke. Und weil die Klebestellen, die haben einfach 0,0 gehalten. Also, keine Ahnung. Ich habe echt überlegt, ob ich, wie gesagt, die Tape Extensions zurückschicke. Ich habe mir jetzt neue Klebestellen bestellt. Man kann die ja neu nachsetzen sozusagen. Also wenn man die Tape Extensions nach 6 bis 8 Wochen entfernt und neu hochsetzt, dann entfernt man die Klebestellen, macht die neu, setzt die neu ein. Und das mache ich jetzt einfach. Also wir tun einfach so, als wenn das Haare, die vor 5 Wochen eingesetzt worden wären und einfach erneuert werden. Und das probieren wir jetzt am Wochenende aus, wenn bis dato die Klebestellen da sind, dann setzen wir die Klebestellen, die Tape Extensions neu ein. Jetzt würde mich eure Meinung einfach mal interessieren. Wusstet ihr das? Ist das normal? Ist das immer so? Oder ist uns das einfach nicht bekannt? Ich habe ganz, ganz viele Videos gesehen und ich dachte so, es kann doch nicht jeder zufrieden sein. Nur bei mir funktioniert die Scheiße nicht. Was ist das denn?
Und ich hätte das auch um Gottes Willen nicht mit ruhigen Gewissens euch anpreisen können oder euch empfehlen können, wenn ich in dem Moment so unzufrieden war, wisst ihr? Ich werde euch am Wochenende definitiv wieder mitnehmen. Wenn die Klebestellen da sind, setzen wir die Haare ein und ansonsten erst nach dem Urlaub, nach meinem oder nach Tina. Tina hat jetzt erstmal lange Urlaub, wir gucken. Wenn es so sein sollte, dass wir alles da haben, dann machen wir es am Sonntag nochmal neu. Wir geben den Desinas Extensions eine Chance, denn wie gesagt, jeder auf YouTube empfiehlt Desinas Extensions und die Rezension sowohl auf Amazon als auch wenn du überall das eingibst, findest du nur positive Meinungen. Da dachten wir uns, da kann irgendwas nicht stimmen, da haben wir irgendwas falsch gemacht. Und wie gesagt, Tina arbeitet mit Great Length Extensions und da ist das einfach nicht der Fall. Wenn wir die Haare verlängern und verdichten, dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei und dann gibt es einen Teil 2. Aber das war ein richtiger Fail. Also ich bin auf eure Meinungen gespannt, definitiv. Aber wir bleiben einfach sachlich und nett. Denn, ja, das gehört sich einfach so. Okay, dann würde ich dieses Video eigentlich beenden. Das nur mal so by the way, einfach damit ihr Bescheid wisst, warum da jetzt so ein Cut ist. Und ich auch nicht mehr viel in dem eigentlichen Video jetzt gesagt habe. Ich habe so viel geflucht. Ohne Scheiß, ich habe extrem viel geflucht. Das muss ich erstmal alles so schneiden, dass es nicht so mega, 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 mega viel meckermäßig rüberkommt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Entweder es wird einfach ein Haarvideo oder es wird ein anderes Video. Auf jeden Fall, wenn wir die Haare einsetzen, nehmen wir euch mit, erklären euch das nochmal. Ich zeige euch, wie man das neu ransetzt, also die Tape Extensions neu ransetzt. Und wir wissen auf jeden Fall, dass ich, wenn Tina am Sonntag kommen sollte, also weil die Tapes schon da sind, wissen wir auf jeden Fall, ich wasche mir am Samstag die Haare, mache sie trocken, mache sie glatt und wasche sie mit Tiefenreinigungsshampoo, also Schritte, die wir vorher auch gemacht haben, aber so, dass da 2 Tage auf jeden Fall kein Wasser ran. Dass 2 Tage auf jeden Fall kein Wasser an meine Haare muss. Und die Frisur kann Tina dann gleich nochmal flechten. Ich liebe das, das ist so geil. Das ist einfach perfekt für dieses Wetter. Einfach Haare weggeflochten. Na gut, schreibt mir gerne eure Kommentare, eure Erfahrungen mit Tape Extensions und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Für euch gedrückt, eure Sandra. Tschüssi.